ist natürlich blöd, wir müssen doch hoch. Ballistische Beweise scannen. So erkenne ich, von wo aus die Kugel abgefeuert wurde. Dafür töten wir dich, Batman. Hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Durch da kam sie rein, das steht fest. Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Wo ist das Fenster da oben? Oha, oha. So. Jetzt müssen wir hier natürlich erstmal wieder raus. Falsch, der Ausweg ist da hinten. Eigentlich. Also ich sag mal, wollen wir es hoffen, ne? Weil hier hinten scheint er zu sein. Wir wollen da ja raus. So, wir müssen jetzt natürlich in diesem Spiel erstmal jetzt, Ich glaube nicht, dass Sie uns gehört haben. Okay, ich kann nicht glauben, dass wir immer noch draußen sind. So, wir sind da, wir müssen dahin. Ne, also ist eine weite Strecke. Ich hab mich entschuldigt, ich hatte es vergessen. Hoffentlich sterben wir deswegen nicht. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Wir gehen, wenn Sie kämpfen. Sie sind sicher viel zu sehr beschäftigt, sich umzubringen und bemerken uns gar nicht. Ich verstehe nicht, wieso die um diesen Ort kämpfen. Two-Face wird diesen Teil der Straße erobern. Und dann? Dann hängt... So, wir müssen mal wieder auf die Karte nochmal gucken. Ja. Hier fest. Ist er noch da drin? Glaub schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten raus? Ja, Two-Face hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss, ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl. Verdammt, und das fällt dir erst jetzt ein. Frierst du? Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, Mann, ich frag ja nur. Wer war die Frau, die verschleppt wurde? Keine Ahnung. Gehört wohl zu den Losern in der Kirche. Das ist nur ein Haufen von Gutmenschen. Hoffentlich tut Joker ihr ordentlich weh. Davon kannst du ausgehen.
Er ist schon eine ganze Weile nicht mehr zu Späßen aufgelegt. Vorsicht! Batman ist hier! Heute Nacht wirst du sterben! Ah! Fuck. Entschuldigung. Das! Los, gib doch mal Gas hier, ey. Hier spricht er bei der 3. Haben sich Kontakt zu Batman. Erwarten Befehle. Ende. Der Starlings. Weiterhin seine Aktionen im Auge behalten, aber nicht eingreifen. Mit Batman haben wir etwas ganz Besonderes. Ständig. Geh wieder in Patrouillenformation. Ende. Hast gesehen, was passiert ist, oder? Ja, Jokers Leute sind... Ja, wir sollen in die Kirche rein. Ich weiß. Weil wir müssen jetzt in die Kirche. In die Kirche gehen wir ganz gerne, aber nur manchmal, Let's go, Batman! Au! Lass die Dame los, Batfreak, sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab! Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Okay. Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön. Wo ist der hin? Ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Das hält ihn nicht auf! Oh Mann, ich werde hier krepieren! Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde von hier. Hau ab, sonst baller ich der Alten ein Loch in den Schädel. Ja, lass uns in Ruhe. Lass mich bitte gehen. Ei. Dumme kleine Fledermaus, wer soll dich jetzt noch retten? Oh, schade. Kommt drauf an, wo wir jetzt weitermachen. Ob wir jetzt an dieser Mission weitermachen oder tatsächlich jetzt wieder von Anfang an. Okay, ich muss gut. Los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn. Ja, gerne. Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib. Wo ist er hin? Ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Das hält ihn nicht auf! Oh Mann, ich werde hier krepieren!
Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Was ist los? Antworte mir! Oh Gott, er hat dich! Verdammt, er hat dich! Bleib weg, Batman! Bleib weg! Er hat eine Geisel. Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Wo ist er? Was? Ich wusste es. Du bist nichts als eine halbe Portion. Ja. Warum ist sie jetzt fehlgeschlagen? Ganz einfach, weil wir tatsächlich die Demo abgeschlossen haben von Arkham City. Das war nämlich die Pressedemo. Und also, habt damit viel Spaß, Arkham City. Batman Arkham City. Wenn ihr Lust darauf habt, spielt es selber an. Und in diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Gameplay hier auf ePlay.